Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, ja. Ich stehe hier immer noch ganz beeindruckt an diesem Kreis der Götter, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und wir haben von Hylea persönlich eine Aufgabe bekommen. Vermutlich eine ganz schön bedeutsame, schwierige Aufgabe. Sie ist hier überschrieben mit das Nest über den Wolken und das ist ganz interessant. Also etwas Dunkles sucht den Hylea-Tempel heim. Dem sollen wir ein Ende bereiten. Und in der Vision der Göttin sah ich, wie ihre Gläubigen von einem schrecklichen Ungeheuer terrorisiert und niedergestreckt werden. Wenn ich diese Gefahr banne, gewinne ich vermutlich die Gunst der Göttin. Und wir sollen hier die Elfen und die Elfe finden, die dort geflohen sind. Das hatten wir in der Vision gesehen. Sie verstecken sich in einem Steinkreis in der Ruine eines älteren Tempels in Zwillingsulmen. Die finden wir also hier bei den Tempeln und die können uns den Weg zu Hyleas Tempel zeigen. Allerdings haben wir schon eine andere Quest, die auch dort in der Nähe ist. Und zwar war das hier... Wie hieß die Quest nochmal? Hier unten? Nee. Genau, diese, den Stämmen ausgeliefert. Da geht es um diese Truppe, die Expeditionstruppe, die dort irgendwo... Hier, ich soll die Expedition in der Nordlandschaft finden, neben dem Pfad, der zum Hylea-Tempel führt. Jetzt haben wir schon sehr, sehr, sehr viele Dinge, die uns hier in die Nordlandschaft... Ah, da ist er jetzt auch. Da ist der Tempel von Hylea, alles klar. Gut, insofern, hier ist, glaube ich, der Tempelbereich in Altlied und die Grabinsel ist dann vermutlich der Bereich, wo wir Taos entgegentreten können. Also ist jetzt so in etwa die Richtung klar, was wir zu tun haben. Wir werden erstmal uns in Ulmkap umschauen, nochmal den Rest erkunden, dann nach Altlied gehen, dann in die Nordlandschaft und dann zum Tempel von Hylea. Und ich habe dann die Hoffnung, dass ich dann in der Lage bin, Taos zu stellen, indem ich in dieses dunkle Loch springe. So stelle ich es mir zumindest vor. Okay, gut, wir können diesen Ort, glaube ich, jetzt erstmal verlassen. Mit einem klaren Plan vor Augen. Sehr schön. Das ist doch immer gut. Oh, und inzwischen ist es Nacht geworden. Na gut. Ich will aber trotzdem hier nochmal gucken, was es denn hier mit diesem blutigen Sand da oben auf sich hat. Wir werden jetzt mal ein bisschen in den Schleichgang gehen. Wer weiß, was hier auf uns zukommt. Weißt du gewiss, was du sagst? Ich hatte gehofft, die Opfer hätten... Wir könnten kämpfen, ohne das Blut Unschuldiger zu vergießen. Nun, da die Grenzen wieder offen sind, versichere ich dir, wir werden in der kommenden Jahreszeit viel Kriegsbemalung brauchen. Jedes Opfer gibt uns die Macht, sehr viel mehr Leben zu retten. Gott, was haben die hier vor? Das ist ein bisschen merkwürdig bei denen hier. So, das klare Wasser schmeckt süß und erfrischend. Oh, da ist eine Höhle und ein Bittsteller. Was ist denn hier los? Wir sprechen mal mit den Leuten hier. Wir brauchen jetzt hier nicht schleichen. Es gibt keine größere Ehre, als für seinen Stamm zu sterben. Wenn manche in der Schlacht fallen, wie unterscheidet sich das? Was ist denn das hier für eine Höhle? Wir sind neugierig, wir gehen natürlich da rein. Ich guck mal, was ist hier los? Steuern eingetrieben. Naja, okay. Rein da, würde ich sagen. Blutiger Sand oder so hieß das. Klingt irgendwie ein bisschen gefährlich. Blutiger Sand. Einfach mal so irgendwie eine Höhle hier. Wir haben ja lange nicht gekämpft. Hüter Garost. Nee, das scheint erstmal nichts Gefährliches zu sein. Bittsteller, die Ethik Nöll heißen eure Gegenwart willkommen. Was ist das hier? Was machen die hier? Von diesen verkohlten Skeletten steigt Rauch auf. Der Geruch ekelerregend. Igitti bringt die verbrennen hier Skelette? Ach, ist das hier diese... Sind das diese Statuen? Diese Stelen? Mit Gewalt entrissene Essenz mag
einem Kraftschenken. Freiwillig überlassene Essenz, aber stärkt viele. Was treiben die hier? Am knisternden Feuer, das die Höhle erleuchtet, steht ein regungsloser Zwerg. Bittsteller, euer Opfer nährt das Land, tretet vor. Was, ich möchte aber nicht verbrannt werden. Eine Rauchwolke weht um ihn und leckt am verkohlten Fleisch, das sie auf seinen Unterarmen wölbt. Plötzlich beugen sie sich. Estramor! Die Fäuste des Zwergs sind festgeballt. Deinesgleichen kommt nicht hierher, um mit den Stämmen zu teilen. Was willst du? Erzähl mir etwas über die Ethik, Noll. Das sind wir. Der Zwerg zupft an seinem vernarbten Unterarm. Sein kehliges Seufzen mischt sich mit dem Knacken von Holz und Knochen hinter ihm. Wie schon gesagt, Estramorn besuchen unsere Hallen selten. Unser Orden ist über Generationen gediehen. Bevor wir nach Zwillingsulmen kamen, nährten unsere Bräuche die Lande der östlichen Gebirge. Nun geben wir unser Blut für Erglan Fahrt. Garros öffnet seine Handflächen, über die sich Striemen roter Haut wie Flammen ziehen. Allem Endlichen bringen unsere Opfer einem neuen Beginn. Er schaut hoch. Wir unterstützen das Kommende. Überschneiden die sich? Ritzen die sich? Erzähl mir über die Opfer. Garros spreizt seine stämmigen Beine und verschränkt seine Unterarme. Estramor, alles muss sterben, um neu zurückzukehren. Über die Opferbräuche geben wir Bittstellern die Ehre, ihren Brüdern, ihrem Land, ihr kostbarstes Geschenk zurückzugeben. Der Zwerg hebt seine Faust, die vor roten Narben geschwollen und gefleckt ist. Das Blut gibt uns Kraft. Selbst die Glanfatane hängen mittlerweile von der Blutfarbe ab. Dank der Opfer ihresgleichen strotzen sie vor der Schlacht nur so vor Kraft. Was ist das hier für ein Ort? Die Glanfatane kennen diesen Ort als blutiger Sand. Wir kennen ihn als unsere Heimat. Die Ethik Noll haben schon lange vor der Ankunft der Stämme in dieser Gegend und dieser Höhle gelebt. Garros verstrengt die Arme. Sei gewarnt, Estramor, wir bluten Leben, um es zu nähren. Unser Opfer mögen dir ja barbarisch vorkommen, aber von ihnen hängt die Gesundheit dieses Landes ab. Und es gehört sich für Gäste nicht, ihre Gastgeber zu beleidigen. Ja, das habe ich auch nicht vor. Vergiss nicht, Estramor, dass du in diesen Hallen zu Gast bist. Respektiere unsere Art, dann werden wir deine Gegenwart unter uns tolerieren. Okay, aber so richtig klar ist mir noch nicht, was sie hier tut. Ihr blutet. Und was verbrennt ihr da? Warum verbrennt ihr Knochen? So eine Art Blutspendedienst. Stelle ich mir jetzt so vor. Okay, wir wollen hier auf keinen Fall irgendwas stehlen. Unser Kätzchen läuft hier direkt hinter uns her. Vielleicht ist es jetzt doch mal angesagt, hier ein bisschen zu schleichen. Wer ist das? Ist der böse? Nee. Der läuft nur schnell, weil ich den schnellen Modus aktiviert habe. So. Meine Herren, das sind hier einfach nur irgendwelche unterirdischen Hallen. Ah, hier haben wir noch einen Hüter, mit dem wir sprechen können. Der lebt hier allein in der letzten Ecke. Hüter Vrda. Ah, eine Dame. Eine Zwergin. Die alte Zwergin blinzelt in deine Richtung, ohne dich wirklich zu sehen. Ihre Augen sind trüb und milchig vom grauen Star. Willkommen in blutiger Sand. Nur selten setzt ein Estramor einen Fuß in diese Höhlen. Ihre blinden Augen fixieren dich und sie neigt den Kopf. Ich frage mich, was dich hierher führt. Ja, erzähl mir nochmal was über blutigen Sand. Dies ist das ruhe, blutige Herz von Erglan Fahrt, wohin manche kommen, um ihrem Volk ihre Essenz zurückzugeben. Ihre trockenen Lippen verbiegen sich zu einem sardonischen Grinsen, wo andere einen edlen Weg suchen, vor den Prüfungen ihres Lebens zu fliehen. Das Vermächtnis der Erbauer bestand nicht allein aus Adra und Stein. Sie gaben den Stämmen auch ein Gemeinschaftsgefühl. Hierher kommen die Glanfatane, um ihr Wertvollstes zu opfern, selbst ihr eigenes Leben, um dieses Gefühl zu bewahren. Ja, das sind doch alles Fundamentalisten. noch etwas? Ja, und was tust du hier? Ich verkaufe und repariere gewisse Waren für den Erhalt unseres Ordens. Und ich führe einige unserer Opferrituale aus.
Okay, und was hat es mit diesen Opfern auf sich? Wie jedes echte Ritual ist es zu komplex, um es im Detail zu erklären. Die Essenz des Bittstellers wird verfestigt, an sein Lebensblut gebunden und in ein Gefäß oder einen Behälter gezogen. Okay, und was hast du anzubieten? Alle möglichen Tränke. Das war's auch schon. Flasche mit Kriegsbemalung, was bringt das denn bitte? Boah, plus 15 Genauigkeit. Das ist ja natürlich richtig cool. Ich glaube, das kaufen wir mal. Alle fünf. Und Tränke der großen Ausdauer kann man auch immer gebrauchen. Den Rest, den brauchen wir nicht. Machen wir das. Ach, wisst ihr was? Wir haben hier auch noch so einen winzigen Käfer als Begleittier. Das ist der aus dem Käfig. Ach, der wurde uns zerschlagen. Alles klar. Das erkenne ich ja jetzt erst. Ist ja lustig. Das nächste Begleittier. Okay, gut. Das war das. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Ist ja ein bisschen mysteriös, ist das hier schon. So eine Höhle für Blutungen und Selbstopferung. Was ist das noch? Erdfäulnis? Eine friedliche Erdfäulnis? Das wird ja immer verrückter. Schon Schock bekommen. Die ist auch friedlich, eine große Erdfäulnis. Also das ist doch hier alles. Geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Sänger und Hüter warten hier. Mit denen können wir reden. Der stumme Sänger blickt dich mit festem Blick an. Und der Hüter? Größe erfordert Opfer. Ja, das wissen wir jetzt alles. Die tapfersten Söhne und Töchter fallen nicht durch die Schwerter der Estramoren, sondern durch die Dolche ihrer eigenen Brüder. Ja, so ist das meistens. So, wir gehen hier weiter. Aber ist doch auch mal ganz nett, eine Höhle zu haben, wo man auf freundliche oder zumindest friedliche Wesen trifft, sagen wir es mal so. Weitere Bittsteller? Ach so, aber was die, ach so, die, ah, jetzt kapiere ich langsam. Die bekommen, hier kommt die Kriegsbemalung her, die sie stark macht. Und die haben wir jetzt auch kaufen können. Die machen also noch ein kleines Geschäft damit. Sollen sie ruhig. Gut, wir gehen mal weiter hier gucken. Und wir haben ein Geheimnis gefunden. Ob wir das jetzt hier auch. Oh. Ich glaube, das ist nicht so im Sinne derer. Das sind Fallen, die wir hier entdecken. Aber jetzt ist doch unsere Neugier geweckt, oder? Wally kann die hoffentlich entschärfen. Ja, kein Problem. Aha, das gilt aber dann trotzdem als Diebstahl. Und hier guckt auch direkt einer zu, ein Hüter. Wir gucken aber zumindest mal rein, ne? Das darf man ja. Schöne Handschuhe. Mönch. Plus 2% Direktschaden pro Wunde. Das ist natürlich ein tolles Ding. Aber wir haben es hier nicht nötig zu stehlen. Was haben wir hier? Armschienen der Abwehr. Die hier besitzen wir sogar. Okay, brauchen wir nicht. Also sicher nicht schlecht, aber das muss jetzt nicht sein. Sie haben uns hier gebeten, ihre Dinge zu achten. Und das tun wir dann auch. Oh Gott. Oh Gott. Dafür fehlt mir allerdings hier so ein bisschen das Verständnis. Erzdruide Restin steht da oben. Was sind denn das für Freaks? Und jetzt müssen wir dem auch noch beiwohnen. Ein Zwerg steht auf einer erhöhten Plattform. Unter ihm liegt ein Elf auf einem Steintisch. Als du dich näherst, hörst du den Zwerg mit dumpfer, monotoner Stimme sprechen. Wie dein Blut fließt, so soll deine Essenz fließen. Deine Lebensenergie soll den Boden nähren. Deine Seelenenergie soll die Gemeinschaft bereichern. Geschieht dies nach deinem eigenen Willen, Bittsteller? Ja, die Stimme des Elfen ist hoch, aber fest. Der Zwerg ergreift mit beiden Händen ein Beil und hebt es über seinen Kopf. Er wirft seine Schulter nach vorn und schlägt die Waffe in die Brust des Elfen. Ein dumpfiges, fleischiges Geräusch ertönt. Blut spritzt unter der Klinge hervor
und die Schreie des Opfers zerreißen die Luft. Hieravias legt die Hand auf die Brust, seine Augen weiten sich erstaunt. Ich sagte zwar, ich wollte die Lehren anderer Druiden sehen, aber ich dachte eher an getrocknete Kräuter und Gesänge. Das haben wir in meinem Zirkel zu Hause nie getan, nie. Trotz seiner eben gegebenen Zustimmung windet der Elf sich auf dem Steintisch. Sein Oberkörper bäumt sich auf, während seine Arme und Beine festgebunden bleiben. Der Zwerg breitet währenddessen die Arme aus und lässt zu, dass das Blut seine Roben bespritzt. Als der Elf endlich still liegt, zieht der Zwerg sein Beil aus der Leiche und wischt es an seinem Saum ab. Oh Leute, also bei aller Toleranz vor anderen Ritualen, das ist schon ziemlich abgefahren. Die sind da auch nicht viel besser als der bleierne Schlüssel, oder? Was geht hier ab? Wir sprechen mal mit dem. Der Zwerg trägt scharlachrote Roben, die mit dunklen Flecken und Streifen übersät sind. Sein Gesicht ist glatt, es fehlt ihm aber die jugendliche Elastizität. Es ist, als hätten die Falten und Linien sich viele Male gebildet und wären wieder ausradiert worden. Er betrachtet dich mit Augen wie zwei schwarze Gruben, während er sein Beil an seinen Roben abwischt. Sei gegrüßt, Estramor. Seine Stimme ist tief und rau. Sie heilt wieder wie ein Fluss in einer uralten Höhle. Niemand kommt einen ohne Grund nach blutiger Sand. Was ist dein Grund? Wer bist du? Ich bin der Erzdruide der Etek Noll. Seit Jahrhunderten ist es meine Aufgabe, unsere Rituale zu führen und unser Wissen zu schützen. Seine schwarzen Augen funkeln. Für diese Arbeit ist eine gewisse Belastbarkeit erforderlich, aber sie hat durchaus ihre Vorzüge. Grestins fast schon unheimlich glattes Gesicht ist regungslos, während er dich beobachtet. Erzähl mir mehr über die Etek Noll. Wir sind ein Druidenorden, der seit engvitanischen Zeiten in Zwillingsulm besteht. Unsere Gründer kamen aus der Weißmark, auf der Suche nach einem Ort, an dem wir unseren Glauben in Frieden ausleben können. Ja, toll, das nennt er Frieden. Im Gegensatz zu den meisten unserer glanfatanischen Brüder suchen wir Antworten in der Welt um uns herum, nicht in den Lehren der Götter. Wir glauben, dass alles Leben Macht besitzt und dass diese Macht abgeschöpft und gesteuert werden kann. Wir sind nicht, wie manche behaupten, Wahnsinnige und Mörder. Alle unsere Rituale werden mit bereitwilligen Freiwilligen durchgeführt und mit Methoden, die über Jahrhunderte hinweg erprobt und verfeinert wurden. Er nickt, seine schwarzen Augen glänzen. Das ermöglicht es uns, die Kriegsbemalung herzustellen, für die wir respektiert werden, wenn nicht gar geliebt. Was ist Kriegsbemalung? Eine besondere Salbe, die rohe Essenz an den Träger bindet. Sie verleiht im Kampf unglaubliche Vorteile und hat uns für die Stämme unentbehrlich gemacht. Was sie auch über unsere Praktiken sagen, fast alle von ihnen haben unsere Kriegsbemalung schon einmal genutzt. Aha, das ist also das Geheimnis für ihre Stärke. Ein Lächeln macht sich langsam auf seinem Gesicht breit. Faszinierend, wie selbst der lauteste Widerspruch durch äußere Umstände verstummen kann. Und ich will mehr über eure Opfer wissen. Ein kehliges Lachen wellt aus seinem Mund hervor. Wir glauben nur, dass die Energie, die freigegeben wird, wenn etwas Wertvolles geopfert wird, anderswohin umgeleitet werden kann. Es unterscheidet sich kaum von den Praktiken anderer Völker auf aller Welt. Wenn man die Erde pflügen, ein Schiff segeln oder einen Karren ziehen will, muss man Energie aufwenden. Ja, er glättet seine Roben. Aber am bekanntesten sind wir für unsere gestandenen Opferungen. Sie sind die mächtigsten Opfer, die es gibt, weil sie die meiste Energie freigeben. Wir destillieren die Essenz einer ganzen Seele in rohe Macht, die den Körper stärken, die Seele kräftigen und das Leben verlängern kann. Also irgendwie habe ich die Lust verloren, jetzt hier diese Kriegsbemalung zu kaufen. Ich will nicht noch die Nachfrage erhöhen an diesem Zeug. Diese Frage ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, haben wir das schon kennengelernt? Wie unterscheidet ihr euch von den Ovaten des Goldenen Hains? Er krächzt ein trockenes Lachen. Goldener Hain. Ich weiß noch, wie Erona sich diesen Namen ausgedacht hat. Er blickt sich dunkel und schadenfroh an.
Er war einmal so grün wie der Rest des Waldes, weißt du? Wir sind uns ähnlicher, als sie es zugeben. Wir glauben beide daran, Macht ohne die zweischneidige Hilfe der Götter zu erlangen. Okay, das scheint ein anderer Kult zu sein, da sind wir vorhin vorbeigegangen, mit dem müssen wir nochmal sprechen. Aber ihre Fantasie ist das reine Erschaffen, etwas aus nichts. Sie versperren sich der Tatsache, dass alles Leben, vom mächtigsten Drachen bis zum kleinsten Grashalm, den Tod erfordert. Und die größten Zwecke erfordern die größten Opfer. Na, wir enthalten uns erstmal der Sache. Oder nee, wir drucken mal gleich unsere Skepsis aus. Manche Opfer sind einfach zu kostspielig. Viele stimmen dir zu und viele tappen von einem Leben zum nächsten, leben eine vorgegebene Anzahl an Jahren ab und erreichen nie etwas. Ja, danke. Mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Leb wohl. Also ihn jetzt mit einem Mord zu konfrontieren, das müssen wir auch nicht machen. Okay. Gut, über den Goldenen Hain müssen wir dann auch nochmal mehr erfahren. Aber soweit erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwall.